Ja, das Projekt zwischen dem Atelier Freistil und dem Altona Museum hat hier gestartet, in dem Altona Museum, in der Ausstellung von Peter Rühmkorff. Peter Rühmkorff, das wusste ich vorher auch nicht so genau, war ein Hamburger Lyriker, der von 1929 bis 2008 gelebt hat. Und diese Ausstellung findet zu seinem 90. Geburtstag statt. Und wir haben zunächst, sind wir durch diese Ausstellung gelaufen und haben uns einfach mal ein bisschen inspirieren lassen. Und ganz bemerkenswert sind eben die vielen verschiedenen Worte, die Peter Rühmkorff gefunden hat, geschöpft hat, die irgendwie so anregten dazu, auch Bilder zu entstehen zu lassen, zumindest in unseren Köpfen. Und es war dann so, dass regelmäßig Künstler aus dem Atelier Freistil sich hier im Altona Museum getroffen haben und die Ausstellung mehrmals besucht haben und einfach mal so ein bisschen Ideen entwickelt haben, was man damit machen könnte. Und daraus sind eben sehr unterschiedliche Sachen entstanden. Ursprünglich sollte es ja eine Kooperation sein aus die Künstler vom Atelier Freistil sollten mit Schülern aus der Max-Brauer-Schule zusammenarbeiten. Und diese Vorbereitung, die hatte auch schon stattgefunden. Und dann kam leider Corona und wir konnten das nicht vollenden. Und dann sind aber neue Ideen entstanden, zum Glück. Und genau, das können die Künstler am besten selber nochmal erzählen. Wir haben mit der Poetry Slammerin Mona Harry seit Anfang des Jahres uns in den Räumen des Altona Museums treffen können und haben jeweils Bild zu Textübungen bzw. auch umgekehrt Text zu Bildübungen mit ihrer Unterstützung absolvieren dürfen und haben dann im Anschluss auch einige eigenständige Hausaufgaben als Übungen auch in Vorbereitung auf dieses bereits genannte Schülerprojekt zu Hause machen können und sind dann, als die Corona-Krise auftrat, umgeschwenkt auf eben genanntes Kettenpost-Kunstreaktionsgeschehen, sag ich mal. Da sollten wir uns in Postkartengröße, also wirklich in Postkartengröße, uns was einfallen lassen über Peter Rühmkorff eben halt. Sei es Gedichte, Geschichten und so weiter und so fort. Das alles hat Mona Harry eben halt eingeleitet. Also es kam immer so ein Brief eben halt an und dann sollten wir uns inspirieren lassen. Ja, und dann haben wir es dann zurückgeschickt und dann kam irgendwann nach einem gewissen Zeitraum der nächste Brief von unseren Künstlerkollegen. Und da mussten wir uns da in der Hinsicht was einfallen lassen zu dem Bild, was er gemacht hat. Und das ging dann immer so weiter und so fort. Ja, und dann, nach ungefähr ja, 2-3 Monaten Kettenpostarbeit, hat sich da eine erstaunliche Sammlung angesammelt, die man jetzt unten hier im Altona Museum sehen kann. Manuel, vielleicht kannst du noch mal erzählen, was genau so ein bisschen dein Schwerpunkt bei den Kettenbriefen und bei deiner Arbeit mit Peter Rühmkorffs Gedichten und Sprüchen war und was dich persönlich eigentlich am meisten angesprochen hat. Ja, das kann ich auf jeden Fall. Bei meinem Peter Rühmkorff Lass leuchten habe ich so kleine Comic-Geschichten daraus gemacht. Lustig, verrückt, mit derselben Person, die man auch unten halt sehen kann. Okay, danke. Nikolai, magst du noch mal herkommen und vielleicht auch noch mal erzählen, was dich da besonders angesprochen hast und was du sozusagen mitgenommen hast von diesen Gedichten? Also mich hat besonders angesprochen der Gedichtband Außer der Liebe nichts. Der Umschwung in die rein komische Phase in Rühmkorffs Wirken sagte mir nicht so zu in meinem Tun bei diesem Projekt. Ich habe eher auch nur mit Malerei auf Textcollagen, sowohl auf Textcollagen als auch auf eigentlich Malerei geantwortet und habe eher verschachtelt bis ein bisschen dunkler und ernster gemalt, würde ich mal so ausdrücken wollen. Gut, und dann haben wir noch Anja hier. Anja, vielleicht kannst du auch noch mal erzählen, was du mitgenommen hast und wie du gearbeitet hast.
Ja, mich hat es sehr fasziniert, dass er Gedichte geschrieben hat und nicht so sehr seine freien Texte. Aber ich habe mir vorgestellt, er war ja Professor für Lyrik und deswegen habe ich ihm ein Gedicht schreiben wollen und habe versucht, daraus zu nehmen, was er seinen Studenten erzählt hätte, wie sie ein Gedicht schreiben sollen. Und das habe ich aus seinen Gedichten versucht herauszufiltern für mich. Und das hat mich 3 Tage gekostet. Dann habe ich alles in den Papierkorb geschmissen, habe nochmal von vorne angefangen und daraus ist dann ein Gedicht geworden. Dankeschön.